Gang, gang, gang. Freunde, als ich gestern das Video hochgeladen habe, hatte ich noch 5000 Abonnenten. Junge, jetzt gerade sind es 7000. Bitte hört auf zu abonnieren, okay? Ich habe nämlich mit meinem Freund gewettet, dass ich diesen Monat nicht mehr die 10.000 Abonnenten erreiche. Und falls doch, muss ich meine Arschhaare abrasieren und sie mit Joghurt essen. Also bitte hört auf zu abonnieren, okay? Bitte, bitte, ich flehe euch an, hört auf. Naja, wie auch immer. Ich habe heute so die Instagram-App geöffnet und egal bei welchem Post, die Kommentarfunktion ist dort einfach gottlos. Guckt euch doch mal dieses süße Video von einer alten Omi an und dann die Kommentare. Ey, das ist so ekelhaft, aber irgendwie auch lustig. Und nachdem ich schon so aus dem Leben geworfen wurde vor lauter Lachen, habe ich noch so ein paar Stories abgecheckt. Unter anderem von dem Rapper Capo. Am Freitag ist es soweit. Und Junge, ich weiß nicht wieso, aber die Scheiß-Story erinnert mich so krass an diese Brille. Am Freitag ist es soweit. Das Intro des Jahres. Das ist einfach 1:1. Es ist kein Unterschied zu sehen. Okay, und falls ihr bis jetzt so vor eurem Bildschirm oder Handy saßt und nicht lachen musstet, dann hoffe ich, dass das jetzt auch so bleiben wird, okay? Denn wer auch immer bei dem nächsten Clip lacht, ist ehrenlos, okay? Du bist ein ehrenloser Typ, wenn du dir es wirklich wagst, jetzt zu lachen. Ich sag euch ehrlich, ich hab gelacht. Scheiß drauf, ob ich keine Ehre hab. Das war gottlos, aber es war unnormal witzig. Und liebes YouTube-Team, das ist natürlich nur ein editierter Spaßclip und nicht echt. Wir machen uns ja hier über niemanden lustig, ja? Ja, mach ich. Gib Gas, gib Gas. Okay, ich sehe die ersten Sekunden von diesem Clip und weiß, dass das nicht gut gehen wird. Der Bre sitzt doch schon im Rollstuhl. Bitte nimm ihn jetzt nicht komplett auseinander. Ja, mach ich. Gib Gas, gib Gas. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Dem Bre geht's auf jeden Fall gut. Schaut mal, wie er da am Chillen ist. Er liegt so auf entspannt halt da. Alles cool. Er ruht sich nur kurz aus, ja? Ich gehe nie wieder zu Edeka. Nie wieder. Das ist so cringe. Das ist wirklich, also wenn mich jemand fragt, hey, was bedeutet eigentlich so cringe? Was ist das? Dann würde ich ihm dieses Video zeigen und sagen, schau mal, so wie du dich fühlst, wenn du dieses Video guckst, genau so fühlt es sich an, wenn man sich todes wegcringet. Auch die Kinder dort, also bitte, Kinder finden eigentlich alles lustig und sogar die denken sich gerade, what the f*** geht hier ab? Die sagen danach auch zu ihrer Mutter, Mama, nie wieder Edeka. Edeka bitte, lieber Kaufland oder Penny. Leute, man hat alles im Leben erreicht, wenn man von einem 350.000 Euro Auto abgeholt wird, ne? Ja, das stimmt tatsächlich und ich kann dir sagen, ich habe alles im Leben erreicht, denn jeden Morgen holt mich dieser 350.000 Euro Mercedes-Benz ab. Mein Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. Mein Benz. Verteile ich gratis. Manchmal holt er mich sogar zweimal am Tag ab, aber... Naja, ich will's ein bisschen low-key halten, so. Ich möchte jetzt, naja, nicht unnötig flexen im Video. Versteht ihr so? Wir sind hier in unserem schönen Badezimmer in Türkei. Schön. Ich putze meine Zähne mit Salzwasser. Da kommt Salzwasser raus. Ich dusche mit Salzwasser. Okay, das ist wirklich beschissen. Das ist eigentlich das, worauf man sich am meisten freut, nachdem man im Meer war. Endlich dieses ekelhafte Salzwasser abwaschen und sich wieder clean fühlen. Und der Bre ist jetzt einfach 24/7 mit Salz bedeckt, der Arme. Und ich hab nicht mal meine Privatsphäre, weil, Digga, die Tür geht nicht zu. Hier ist es zu groß und da unten, Digga. Digga, der Türke war, glaube ich, Kindermacher. Nee, das war ein Kind, das er gemacht hat. Ah, der Türke, nee, der Türke, der war Kindermacher. Bro, was willst du uns damit sagen? Also, Kindermacher? Ja, normal, der hat bestimmt mal ein paar Kinder gemacht, aber, also, hä? Jetzt zeig mal deine Dusche her. Und Bruder, ich dusche mit Mercedes. Immer wenn es macht, dann macht... Bro, brauchst du einen Hustenbonbon oder so? Was ging mit deiner Stimme ab?
Ich brauche auf jeden Fall diesen Duschkopf. Das ist der maximale Flex. Wenn du auf ein Date bist, kannst du sie ein bisschen heiß machen damit so. Ey, Shorty, sogar meine Dusche ist ein Mercedes-Benz AMG und kein Golf und kein Fiat. Original ich bei meinem ersten Kuss. Der Bree macht miese Side-Eye. Es heißt übrigens, wenn man die Augen nicht schließt beim Küssen, dann liebt man den anderen nicht. An das Mädchen, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du denkst vielleicht, er ist der eine. Aber nein, er ist es nicht. Er liebt dich nicht. Er betrügt dich höchstwahrscheinlich. Sorry, aber es ist halt so. Der Bree ist einfach kurz zum Feueralarm mutiert. Checkmate. Ah, shit. I gotta head out, though. Alright. See ya. See ya, man. Aber wo geht er jetzt hin? Legt er sich jetzt schlafen dort hinten? Ist das seine Crib? Ist das seine Wohnung? Stellt euch mal vor, er bringt ein Mädchen mit nach Hause so. Ja, ja, hey, wollen wir noch in meine Wohnung gehen? Und dann geht der Bruder dahin. Und die chillen sich dann so auf eine Matratze, die dort in der Ecke liegt. Bruder, was ein krankes Schwein. Das sieht auf jeden Fall nach einem idyllischen Ort aus zum Chillen. Coole Lichtershow, aber wenn ich überlege, dass ich dort in der Crouch stehe, voll besoffen oder vielleicht sogar noch auf irgendwelchen Pillen, die mir irgendein Junkie vor Ort angedreht hat und ich einfach nicht Nein sagen konnte, ich würde wahrscheinlich einfach einen Epilepsieanfall bekommen und mich für 2 Tage in Trance befinden, Bro. Ich würde komplett dumm gehen, Digga. Junge, jetzt mal for real. Wer hält das denn länger als 5 Minuten aus? Ich war kurz davor aufzugeben, aber dann ist mir eingefallen, was Max Pro mal sagte. Der Hochbart geht mal was raus und orge wo in eine Tür, ins eine kurze Treue oder... Hä? Max, was laberst du? Falls ich irgendwann mal sterbe, will ich dieses tiefgründige Zitat in meiner Traueranzeige stehen haben. Der Hochbart geht mal was raus und orge wo in eine Tür... Ins eine kurze Treue oder... Wow, das hittet echt hart. Er hat so recht, Mann. Und man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen, Freunde, Jungs und Mädels und Max Pro, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ich setze mich dann auch auf euren Daumen einmal drauf. Wir sehen uns morgen. Ciao.